Hallo und willkommen bei den Spiele, die Neues mit Melanie und Angelo und unsere Top 3 für den Monat Januar. Seht schon, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe wieder tolle Spiele rausgesucht für euch. Ich auch. Melly auch. Bin total cool. Genau, wir stellen euch nämlich jetzt die Spiele vor, die uns im Januar am meisten Spaß gemacht haben. Das müssen nicht die am best geranktesten Spiele sein, das sind einfach die Spiele, die uns irgendwie geflasht haben. Dann haben wir auch ein Spiel dabei, was uns nicht gefallen hat. Melly hat hier einen Stapel, ich habe hier den Stapel. Ich weiß nicht, was Melly hat, Melly weiß nicht, was ich habe. Eins kann ich sagen, ich dachte, wir hätten diesen Monat wirklich ungelogen. Nur Übereinstimmungen, weil wir haben so tolle Spiele gespielt und hatten zusammen Spaß. Ja, aber ich dachte, wir hätten zusammen Spaß, aber scheinbar hatte wir ich... Wir hatten so viel und du wirst meine Spiele sehen und sagen, ach Melly, da hast du vollkommen recht. Und da sind wir uns wahrscheinlich alle gemeinsam wirklich einig. Wir wissen alle schon, Anschluss Top 1. Genau, und ihr dürft wie immer mitmachen, ob ihr Team Angelo seid oder Team Melanie. Ich fange jetzt mal an mit meinem Platz Nummer 3. Melly, guck weg. Ja. Und da. Es ist das wunderbare Arkham Horror, das Kartenspiel. Das haben wir nämlich jetzt im Urlaub angefangen zu spielen. Da hatten wir einfach ein bisschen mehr Zeit, um kampagnenbasierte Spiele zu spielen. So viel kann ich schon mal verraten. Kampagne ist ordentlich diesen Monat, ne? Richtig. Was ist Arkham Horror, das Kartenspiel? Es spielt im Cthulhu-Universum, was ja von H.P. Lovecraft so quasi erfunden wurde. Und wir sind jetzt Ermittler wie in all diesen Cthulhu-Spielen. Und werden versuchen, irgendwie mysteriöse Sachen aufzuklären. Und dazu haben wir einen Charakter, der ist in verschiedene Kategorien unterteilt. Es gibt dann eben verschiedene Arten an Kartendecks, die man da reinbauen kann. Und wir lösen deckbildermäßig eben hier Fälle. Ich kann Karten ausspielen, die haben einen dauerhaften Vorteil. Ich habe Karten, um irgendwelche Proben besser zu beeinflussen. Ich kann dann am Ende jedes dieser Kapitel, Szenario, auch mein Charakter aufleveln. Da dachte ich am Anfang noch, oh, das ist irgendwie das Uncoolste an dem Spiel. Nee, es ist super, weil du bist dann raus aus dem Ding, hast es geschafft, hast sowas wie Erfahrungspunkte und dann fängst du an, all diese Decks zu durchwühlen. Du kannst dann natürlich unendlich viel Geld ausgeben, um mehr zu kaufen. Und dann fängst du an, deinen Charakter aufzuleveln. Melly saß da, ich mach das, dann nehme ich das, oh, mach ich das, aber... Und es war ein Heidenspaß, sag ich euch. Ja, es hat richtig, richtig gefunzt. Und auch wenn Angela jetzt denkt, warum hat die Melly dies nicht rausgesucht, es wird ihm noch klar werden. Wobei ich sagen muss, Arkham Horror ist wirklich ein geiles Teil, super zu zweit. Braucht ein bisschen, bis man diese Symbolik und diesen Ablauf, ja, sag ich mal, hat. Aber ich glaube, das ist bei diesen Cthulhu-Spielen meistens so. Also ob das jetzt Willen des Wahnsinns ist oder Arkham Horror, immer diese Zustände und wann passiert was. Hat man das aber mal raus, dann läuft die ganze Sache. Richtig geiles Teil und du wirst gleich wissen, warum das bei mir jetzt nicht in der Top 3 ist. Ich stelle mal Team Angelo hier rüber. Ja, ich gucke. Und ich kann dir eins sagen. Wenn wir nachher aus dem Studio rauskommen, wartet jemand da draußen auf dich. Und zwar die süße kleine Mausi und wird dir eine mitgeben. Und ja, warum? Ich hab's mir auch überlegt. Ja, gut. Deswegen. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung gleich. Ja, ja. Siehst du? Das ist es nämlich. Wir haben wirklich so geile Sachen auf dem Tisch gehabt. Aber für mich war Calico einfach ein Spiel, wo ich sagte, das sieht so knuffig aus, aber das macht meinen Kopf kaputt, Leute. Das macht meinen Kopf kaputt. Weil ich möchte immer alles auf einmal irgendwie tun, machen, erreichen und so weiter. Calico ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Wir killten eine Decke für unsere Mieze. Ich hoffe, es war Kilten, denn irgendjemand hat was drunter geschrieben. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es Kilten Patchworken war. Oder Kilten. Nein, es war, glaube ich, Kilten. Schreib's so viel runter. Ich weiß. Nicht wundern, das ist hier die französische Version. Haben wir einen kleinen Schnapper mehr oder weniger gemacht. Dann Tobi. Eigentlich wollte Tobi nur, dass wir das Spiel kaufen, damit es testen kann. Clever. Ja. Aber das Spiel ist ja sprachneutral, englische Regeln findet man im Netz, also uns ist das egal, zack, haben wir Calico. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen, wie gesagt, unsere Patchwork-Decke oder unsere Decke kilten für unser Miezchen. Jede Mieze möchte was anderes haben und man hat eben noch diese Aufgaben in der Mitte, die man versucht zu erfüllen, um Punkte zu machen. Man sucht aber auch... Oder versucht, dass man auch immer die gleiche drei Farben aneinander baut und. Man hat wirklich so viel zu tun und ich will immer alles machen und dann irgendwie komme ich ins Schwitzen und überhaupt und sowieso. Das Melly, auf jeden Fall mein Platz. Wer hat es am meisten gewonnen von uns beiden? Kann ich nicht nochmal erinnern. Aber die Mausi ist eine Calico. Ja, das stimmt. Ich finde es ja gut, dass du das Spiel reingenommen hast, obwohl es, glaube ich, noch nie groß einmal hast, glaube ich. Jetzt geht das wieder gut, los. Mein Platz Nummer 2. Auch ein... Oh, Melly, was eine Überleitung. Ein Spiel. Ja, ich weiß schon, das fängt mit M an und hat 4 Buchstaben. Du kannst mich am Abend grüßen. Oh,
Es ist so rum, muss es sein. Merv, The Heart of the Silk Road. War's zu auffällig, dass ich dich hab gewinnen lassen, ne, damit du mal das Spiel toll findest. Ich finde auch Spiele gut, die ich nicht so oft gewinne. Egal. Also. Was ist denn Merv? Es ist ein Worker Placement und ein Worker Placement, würde ich sagen, in der sehr gehobeneren Kennerregion, vielleicht auch schon im Expertenspiel. Und ja, es spielt in einer alten Oasenstadt, die, glaube ich, in der Türkei lag und mal das Herz der Seidenstraße war. East and West. Und es hat einen ganz tollen Spielmechanismus. Und zwar haben wir Einsatzfiguren und wir können am Anfang hier eine Figur setzen, in der zweiten Runde hier, in der dritten hier und in der vierten dort. Und je nachdem, wo wir stehen, dürfen wir hier Häuschen drauf platzieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier ein Haus drauf platziert habe und in der nächsten Runde hier stehen würde, dann kann ich jetzt schon hier ein Haus machen, dann bekomme ich die Belohnungen von beiden Häusern. Und so versuche ich eben... Aber ich kann auch von Mitspielern Häuschen aktivieren, wenn man mal darf. Genau, und so versuche ich halt geschickt, Sachen zu platzieren, mir meine Boni zu holen, denn es gibt hier auf dem Spielplan noch unendlich viel andere Sachen, die ich tun kann. Ich kann dann hier in der Moschee aufsteigen, indem ich halt immer diese Ressourcen, die ich hier bekommen habe, hierfür abgebe. Ich kann hier mit meiner Karawane so, wie heißt das, Oasen? Reisen. Ja, und so. Handel betreiben, man Plättchen. Kann reisen, man Handelsposten, kann Handel betreiben. Handelsposten, man kann Gewürze sammeln, genau. Man kann hier sein Punktemultiplikator je nach Gusto ausbauen. Und das Gemeine ist halt jedes, also nach vier Runden von insgesamt drei Spielzügen-Runden, greifen uns immer die Mongolen, war es glaube ich, an. Und ja, die machen hier alles kaputt, was nicht durch Mauern oder Soldaten geschützt wäre. Das heißt, ich muss also immer abwägen, schütze ich irgendwas diese Runde, weil ich bekomme noch Punkte für diese Häuser. Und ich finde, Merv ist so ein großartiges Experten-hohes Kennerniveau-Spiel. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt auch in der Spiele-Spiele erscheinen wird. Und ich fand das großartig. Ich finde es auch richtig großartig. Aber ganz ehrlich, Leute, ich bin zu dumm dafür. Das gebe ich jetzt hier mal offen zu. Ich weiß nicht, was tun. Angelo hat mich bei der letzten Partie mit der doppelten Punktzahl abgezogen und das hat mir wehgetan. Man nennt mich nicht umsonst The Brain. Nee, Leute, es ist super. Schaut es euch auf jeden Fall an, spätestens ja, wenn es in der Spiele-Spiele kommt. Ja, verdeck mal deinen Platz. Es ist eh schon klar, dass hier Team Angelo gewinnen wird. Oh. Melli, ich bin gespannt, was dein Platz ist. Nee, weil du sagst jetzt, oh mein Gott, Melli, mit dem habe ich nicht gerechnet und ich habe auf jeden Fall... einen Team Melli-Spieler, da bin ich mir relativ sicher. Ich habe jetzt nur die Hühner. Ah Gott, das habe ich echt nicht erwartet, Melanie. Ja. Jetzt hast du mich mal überrascht, du. Ja. Sauerlott. Ja, Sauerlott, ne? Aber auch nur, weil ich dich habe in der zweiten Runde gewinnen lassen. Nicht mich, sondern uns. Ja. Team Mädels war nämlich hier, haben die Hexe verkloppt. Einen Scheiß gewinnst du die zweite Partie. Die haben es mal richtig gezeigt, der blöden, buckeligen Hexe. Obwohl die Katze nichts dafür kann. Deswegen habe ich den Nacken. Ja, wahrscheinlich. Ja, Dark Rituals. Sind wir nach unserer Gesleeved aufgefordert worden. Leute, spielt es unbedingt schnell. Wir wollen wissen, wie es ist. Ob es was kann, ob es nichts kann. Und. Haben wir gespielt. Haben wir sogar zwei Szenarien gespielt. Und klar, im ersten Szenarien haben wir erstmal ein bisschen reinkommen müssen, weil wir spielen Helden und wir haben aber auch noch die Dorfbewohner, die wir eben auch mitspielen. Und wir geben hier immer Punkte aus, um Aktionen zu machen. Man kann laufen, man kann sammeln, man kann kämpfen. Kämpfen muss man sehr viel. Und man muss aber auch sein, ja, ich habe jetzt extra mal nicht das hinten mitgenommen, weil ich dachte, die ganzen Figuren und alles, ich will da nichts durcheinander bringen. Ja, auf jeden Fall ist es richtig geil, weil es ist, böse gegen gut, sage ich mal. Und böse hat immer versucht, unsere Bewohner zu killen, weil das ist eigentlich auch sein Ziel. Wenn er das schafft, dann gewinnt er irgendwie oder wenn halt keine Ahnung was ist. Und beim zweiten Mal, da waren wir so gefuchst, da haben wir es ihm aber gezeigt. Ha? Ja, im zweiten Szenario mussten sie halt die Hexe aus ihrem magiegeschützten Turm befreien, während die Hexe, also ich, da drin versucht habe, einen Dämon heraufzubeschwören. Ich muss aber sagen, ich habe ein bisschen die Geschwindigkeit der Helden unterschätzt und sie ist dann einfach, nachdem sie die Barriere gebrochen haben, sind sie einfach zu mir in den Turm gekommen und haben mich verklopft. Das war ein bisschen doof. Aber es ist ein sehr tolles Overlord-Spiel. Ich bin quasi der Overlord gewesen als Hexenmeister. Melli und Kira waren die Helden. Team und Helden. Und es ist halt ja, so ein Dungeon-Crawler. Hashtag Mädels-Power. Richtig cooles Teil. Wir haben es auch schon ein bisschen angemalt. Es ist wirklich super.
Kann ich verstehen, dass es auf Platz 2 ist. Habe ich auch überlegt. Ach. Es ist einfach zu viel gut. Also ja, jetzt sagst du es mir, ne? Okay, jetzt hat Maddie gut aufgeholt, was Team Maddie angeht, muss ich sagen. Ja, pass auf. Aber jetzt, der Maddie weiß es schon, da brauchst du dich gar nicht umdrehen. Ach so, ja klar. Und ihr wisst auch, es ist Gloomy. Das liebevoll von Maddie genannte Gloomhaven, die Pranken des Löwen, auch Gloomy genannt. Was soll ich sagen? Ich fange die Geschichte so an, wir hatten Urlaub, kurz vor Heiligabend sind wir noch schnell zu Spieletastisch geflitzt, haben das Ding gekauft, weil ich dachte, hey, im Urlaub spielen wir das rauf und runter. Dann kam aber Arkham dazu, dann kam das dazu und jetzt haben wir es angefangen. Gloomhaven ist auch ein kooperativer Dungeon Crawler, der in einem Abenteuerbuch spielt. Und zwar haben wir hier so ein ganz tolles Buch, das schlagen wir auf, je nachdem auf welcher Kapitel oder in welchem Kapitel wir uns befinden. Dann haben wir am Anfang Helden, davon suchen wir uns einen aus. Und dann erleben wir Abenteuer und der Mechanismus ist eigentlich wirklich cool gemacht. Wir haben, um uns zu bewegen und Aktionen zu machen, immer Handkarten, also je nachdem, ein Spieler hat vielleicht 10 Handkarten, der andere nur 9 und davon suche ich mir immer 2 aus. Da kann ich die oberste Aktion und die unterste Aktion einer Karte machen, und zwar von der ersten halt die oberste, von der anderen die unterste zum Beispiel, und die Zahlen geben die Initiative an, also die 16 macht vielleicht was vor der 35 und die Gegner agieren ganz ähnlich. Die haben nämlich auch so Karten, wo sie uns angreifen. Und wir versuchen jetzt hier Abenteuer zu erleben. Wir sind quasi die Pranken des Löwen, so eine Art Söldnertruppe. Und wir schlagen uns jetzt durch so ein Abenteuer und erleben Stück für Stück, was uns die Geschichte halt so zeigt. Und ich finde, wie das funktioniert, wie nach unseren Charakterleveln können. Wir kriegen Erfahrungspunkte, wir können Gold einsammeln. Wir kriegen ständig neue Karten. Es ist fast schon so ein Legacy-Spiel, wo man aber nicht wirklich was kaputt macht. Man klebt zwar Sticker auf so einen Ortsplan und man hakt was ab, aber es ist so großartig. Ja. Definitiv cool, obwohl ich wirklich, Leute, ich weiß nicht, was mit mir los ist. In so Szenario-Spielen, Kampagnen-Spielen, bin ich immer die Krücke oder Kröte oder was auch immer. Ja? Ich habe so ein fettes Deck und was ziehe ich? Du hast verloren, ich hole meinen fettesten Angriff, ja, im Finale so, dem zeigt man so, spiel voll die guten Sachen und man deckt hier ja Karten auf, wo eben den Kampf beeinflusst. Kampf-Modifikator-Karten. Genau, und die Melli so, boom, voll verloren. Ich so, oh, das darf doch nicht wahr sein. Alles rausgebaut, gepowert, geballert. Die Karte, wo die beste Karte war, muss ich auch noch zerstören sozusagen für diese Partie. Und ich, das führt schon dazu, dass ich immer sage, komm Melli, bleib mal hinten in der Ecke, sammle ein paar Sachen ein, ich mache das ohne dich. Ich bin zu riskant, dass du mal wieder hier kurz vor knapp dein Schwert nicht findest oder so. Wir hatten es auch auf Messerschneide, dass Angelo wirklich so, ich bin schon da gesessen in meinem Eck. Und Angelo, wir schaffen das noch. Und wir haben es dann doch geschafft. Melli war kurz vorbei. Ich so, bleib mal cool, Melli, ich bin hier in Rot. Er hatte aber solche Schweißränder, Leute. Ich hab's gesehen. Super. So, das Team Angelo hat jetzt aber krass aufgeholt, würde ich sagen. Gloomy macht's. Jetzt halt mal den Ball flach und den Bauch entspannt. Ja. Ja, weil du wirst jetzt sagen, oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich, weil jetzt kommt... Hast du Aubergine? Nein! Nein! Kann ich gucken? Ja. Ach, ich habe doch das rausgezogen, da stand das daneben, hab ich gar nicht gemerkt. Ja, das seht ihr mal, Angelo hat echt absolut keine Ahnung, was ich für Spiele... Warum du das genommen hast, ist der Grund, weil du mich abgezockt hast. Nein. Nein. Ich fand es... Was soll ich sagen? Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit den Regeln, aber ich weiß jetzt auch warum, weil es kanadisches Englisch war. Die haben irgendwie einen anderen Slang drauf. Oh lala. Oh lala, genau. Nee, aber warum habe ich es ausgewählt? Es hat mich direkt mit dem ersten Zug begeistert. Man muss hier wieder Engine Building, man muss wirklich überlegen, wann mache ich was, warum, würde ich mal behaupten. Beste Spielerklärung ever. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein. Wir haben hier Stadtressourcen und wir haben so eine Pyramide. Und wenn wir eine Karte anwerben, legen wir die hin und wir bekommen dann entsprechend unter der Pyramide wieder diese Ressourcen. Und diese Ressourcen gibt man aus, um hier Blättchen eben in den Berg zu puzzeln. Der Berg gehört uns zwar allen, aber jeder puzzelt sich so den Weg zum Herz des Berges. Und dann versuchen wir hier noch Statuen drauf zu bauen und. Und es gibt auch wieder so viele Wege, hier Punkte zu machen. Und man muss aber überlegen, okay... Ich habe die gar nicht gefunden. Okay,
hole ich mir jetzt erstmal eine Level 2 Karte, dann habe ich hier so ein Podest und wenn ich dieses Podest entsprechend platziere, kriege ich noch so ein Punkteblättchen und wenn ich nachher noch eine Statue oben drauf baue, kriege ich dann noch fetter Punkte und da muss man auch wieder gut abwägen, wann mache ich was und ich fand es echt richtig genial, da hat mir auch irgendwie der Kopf geraucht. Es ist wirklich echt krass vom Kopf, wenn man das so sieht, denkt man sich so, das ist vielleicht so eine Art Dungeon Crawler. Nee, es ist ein Puzzlespiel eigentlich, was Mandy gesagt hat mit dieser Pyramide. Am Anfang hat man hier diese vier Karten und wenn ich jetzt eine andere Karte nehme und sie hier oben drauf lege, dann bekomme ich von der oberen und von denen diese Karte. Und ihr könnt euch vorstellen, umso größer die Pyramide wird, wenn ich nachher ganz oben einen drauflege, kriege ich halt alles. Und dann kann ich einen wahnsinnigen Zug machen oder Züge machen. Und das ist eben dieses Spannende an dem Spiel, zu planen, wann setze ich wie diese Ressourcen ein. Das Ganze kommt auch auf Deutsch bei Skellig Games. Freue ich mich auch sehr darüber. Also ihr dürft jetzt entscheiden, ich würde sagen, oh, jetzt ist diesmal echt schwer, ob ihr Team Maddie oder Team Angelo seid. Ich habe aber was Knuffiges. Ich habe Arkham. Das schlägt alles. So, wir haben gesagt, es gab auch ein Spiel, es gab auch mehrere, die uns nicht so gut gefallen haben. Aber eins, was uns echt enttäuscht hat, war dieses hochgelobte Curious Cargo, also es kommt bei Frosted jetzt Verrückte Fracht. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, sehr verkopft, das wussten wir schon. Es geht darum, wir haben jeder hat ein Tableau mit einer Fabrik und diese Fabrik produziert Waren und wir haben jetzt so kleine Rohrleitungen, die wir eben wie so ein Pipeline spielen, von diesen Maschinen zu LKWs transportieren lassen. Hört sich super an, dann fahren diese LKWs los und laden Fracht da drüben ab. Dafür kriege ich dann, glaube ich, Punkte oder ich kriege Punkte, wenn Mellies Waren in meinen LKW kommen. Ist egal. Der Punkt ist, dass man überhaupt nicht frei ist in diesen Plättchen platzieren. Also dieser Spielfluss ist so zäh, dass man sagt, ich glaube, der war aufgeteilt in, ich bekomme zwei Karten, wo ich diese Rohre platzieren kann. Ich kann entweder neue Rohre ziehen oder vorhandene Rohre legen und ich hatte wieder, wer hat's gedacht, ich hatte wieder so ein Dulli-Pech, dass ich immer das gezogen habe, was mir überhaupt nichts gebracht hat, weil es gab, glaube ich, drei Farben. Genau, und ihr habt immer nur Auswahl aus zwei Karten, also ihr könnt nicht ewig ziehen und habt dann so eine riesen Auswahl, sondern ihr habt einfach nur zwei Rohre und wenn da halt nichts passt, dann ist dieser komplette Zug für die Katze. Ja, ihr könnt euch dann zwar einen LKW anwerben, der dann in der Warteschlange steht, die gibt es unterschiedlich lange, dann müsst ihr noch darauf achten, wenn die fahren, dass halt der an der richtigen Stelle beladen wird. Und es ist verkauft, ich fand es aber jetzt gar nicht so unendlich verkauft. Das Problem ist einfach, dass ich diese Karten nie sinnvoll nutzen kann. Ich kann die auf einen Ablagestapel legen, ich muss ihn dann aber von oben nach unten abarbeiten. Und was bringt es mir dann? Also ich fand es so uninteressant. Es hat auch extrem ewig gedauert, bis ich da was getan hat. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es bloß nicht mehr. Das hast du in meinen Teeren. Es hat wirklich so ewig gedauert, bis ich mal da was getan hat auf diesem Spielbrett und das war mir zu zermürbend. Das war so langatmig und es passiert einfach, ich finde so ein Spiel, das muss auf den Tisch und dann muss das irgendwie auch schon losgehen oder man muss da ein bisschen den Faden finden oder so diese keine Ahnung was. Und das war für uns halt einfach, wo wir sagen, nee, danke. Also und deswegen wundert euch nicht, dass wir euch nichts zeigen können. Stimmt, ja. Wir haben es direkt wieder verkauft. Wir haben es an jemanden aus unserer Community-Gruppe verkauft. Ich hoffe, du bist uns jetzt nicht böse. Ich habe dir gesagt, uns hat es nicht gefallen. Ich habe das nicht gelobt. Also wir sind da raus, lieber Alexander sowas. sorry dafür. Ich hoffe, du hast damit mehr Spaß, weil ich weiß, dass das Spiel richtig gehypt ist. Also die Leute warten da drauf und freuen sich. Unseres war es nicht. Wir hatten eben mit dem hier mehr, viel mehr Spaß, richtig gefeiert, richtig schweißige Partien gehabt, sozusagen. Ja, das war. Ich fand es auch cool, möchte ich noch kurz dazu sagen, wir haben über 95 Spiele gespielt im Januar und oder Partien gespielt. Spiele weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich blende es nochmal ein, das steht auf unserer App. Ich fand diesen Monat großartig und spannend. Schreibt uns aber gerne noch rein, was habt ihr gespielt? Was fandet ihr spannend? Was fandet ihr großartig? Was hat euch geflasht? Was hat euch überhaupt nicht geflasht? Dann können wir es auslassen oder nicht kaufen. Das war's aber jetzt von hier. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst gerne ein Abo da, falls es noch nicht getan wurde. Das hilft dem Kanal sehr, sehr gern, sehr groß. Das hilft ihm einfach. Das war's jetzt von hier. Ich sage tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ciao.